machen wir uns diese Erde zum Untertan. Mit dieser Denkweise meinen wir, wir werden die Krone der Schöpfung und jegliche Lebewesen und Ressourcen auf dieser Erde gehören sozusagen uns oder sollen unseren Ansprüchen genügen. Und paradoxerweise ist es immer wieder die Natur bzw. auch die wunderbaren Lebewesen hier, wie zum Beispiel diese Sapote, die mir immer zeigen, dass es ganz genau andersrum ist und wir sehr viel von den Schöpfungen auf dieser Erde lernen können. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und heute möchte ich wieder mal ein bisschen so über meine Gedanken reden, die ich immer so während dem Gärtnern habe und so Sachen, die mir einfach so passieren. Also grundsätzlich, warum ich denke, dass wir nicht an der Spitze der Nahrungskette sind, sondern ein Teil dieses Kreislaufes ist, einerseits, dass ich auch mit dem Gärtnern angefangen habe, wegen den kleinen Pflänzchen hier und den Kulturpflanzen, weil diese mir auch gezeigt haben, dass oberflächliche Dinge wie äußere Erscheinungsbilder, wie jemand aussieht oder welchen Job er hat, wie viel Geld er verdient, einfach diese Aspekte, die bei uns in dieser Gesellschaft als wichtig angesehen werden und sozusagen so Statussymbole sind, diese Pflanzen oder beziehungsweise mein eigener Anbau hat mir einfach gezeigt, dass das einfach falsch ist. Es ist nicht wahr, denn die Pflanzen, die wachsen so oder so. Dieser kleine Baum hier zum Beispiel, oder meine Tomatenpflanze im Gewächshaus oder meine Salatpflänzchen und weitere Jungpflanzen, die wachsen einfach so, weil die erkennen sozusagen mehr als nur das äußere Erscheinungsbild und irgendwelche Verurteilungen von anderen Menschen. Also dass die auf eine andere Ebene sozusagen uns wahrnehmen, sozusagen auch auf energetische Weise. Und die wachsen dann einfach so. Gibst du ihnen Zuneigung, Liebe, Aufmerksamkeit, Pflege, dann wachsen sie halt einfach. Dann wachsen sie. Und irgendwann beschenken sie sich auch mit reichen Früchten, eine reiche Ernte, zum Beispiel auch Bäume mit Sauerstoff. Das ist sozusagen ein Geben und ein Nehmen und da ist es sozusagen den Pflanzen auch recht egal, wer man ist, wie man aussieht. Und die kennen sozusagen nicht unser dualistisches System bzw. unsere Beurteilungen, wie wir sie so haben, wie in Gut und Böse. Also wenn jetzt ich jemanden frage, wie findest du Politiker XY? Ja, der ist so und so, der ist schlecht, der macht das, verarscht das Volk oder irgendwie sowas. Das ist der Pflanze egal, wenn dieser Politiker XY dieser Pflanze Aufmerksamkeit, Pflege und auch Liebe gibt, dann wird die Pflanze ihm auch zum Beispiel wunderbare Tomaten schenken. Das ist einfach der Pflanze relativ egal, weil sie den Menschen auf einer anderen Ebene wahrnimmt. Und das habe ich auch die letzte Zeit im Garten wahrgenommen und auch in meiner Reise auf Costa Rica, und zwar bei den Tieren. Also als ich jetzt hier im Frühjahr im Garten sehr aktiv gewesen bin, da sind einmal eine Hummelkönigin zu mir gekommen und eine Biene. Und die sind zum Beispiel an meinem Körper entlang gekrabbelt. Die Biene an meinem Fuß war die für 20 Minuten und die Hummelkönigin ist, als ich im Folientunnel oberkörperfrei war, ist sie mir die ganze Brust hochgelaufen und sie haben halt keine Angst gehabt. Also ich habe ihnen nichts gemacht und dann tue ich, ich habe ihnen einfach nichts gemacht und tun sie mir auch nichts. Es ist einfach so diese Reflexion. Also so wie ich andere behandeln sie mich natürlich auch, und wenn ich nicht aggressiv gegenüber anderen Lebewesen bin, dann sind sie auch nicht aggressiv gegenüber mir, weil
das, was ich ausstrahle, ist sozusagen ein Spiegelbild meiner selbst. Also wenn ich positive Energie ausstrahle, dann werde ich auch Positives erfahren. Und wenn ich halt zum Beispiel Stress, Meckerei, negative Szenarien ausstrahle, dann ziehe ich das natürlich an und es kommt immer wieder auf mich zurück. Und das lässt mich einfach auch von den, ja, das lerne ich sozusagen von der Natur und von den Tieren einfach. Das, was ich ausstrahle, das erhalte ich natürlich auch irgendwann wieder. Also nicht in unserer Denkweise sofort, sondern über längeren Zeitraum zum Beispiel. Und als ich in Costa Rica gewesen bin, habe ich das auch mit Hunden zum Beispiel erfahren. Also die, als ich zum Beispiel trainiert habe, waren da Farmhunde und die sind dann immer wieder, wenn ich mein Ganzkörper-Intervalltraining gemacht habe, sind sie zu mir hergelaufen, haben mich angesprungen, haben mich abgeleckt und ja, die wollten einfach mit mir spielen und haben sich einfach gefreut, dass ich da bin. Und denen war es auch egal, wer ich bin, woher ich komme, welche Haarfarbe ich habe, welche Gesinnung ich habe, politische Einstellungen, meine Lebensweise, Essgewohnheiten oder sowas. Das war denen völlig egal. Die haben sich einfach nur gefreut, dass ich da bin, dass ich mit ihnen Aufmerksamkeit gebe, Energie spende, mit ihnen einfach Spaß habe. Und das ist einfach für mich das Wertvolle. An der Natur, im Einklang mit der Natur zu leben, weil wir lernen da so viel, wenn wir wieder zurück zu unseren Wurzeln und unserer Natürlichkeit gehen. Und ja, das lässt mich immer so, ja, Freude aufbringen, Harmonie, Entspannung und Energie. Und das lässt zum Beispiel auch meiner Ansicht nach solche Zeiten wie jetzt, die wir sie haben, die auch für mich sehr künstlich erzeugt sind, vergessen und beziehungsweise auch ziemlich gut überwinden, dass es einfach auch mehr gibt, wie wir meinen, dass es gibt. Also da gibt es, also auf dieser Erde, wir meinen zwar, wir werden sehr aufgeklärt, aber das ist nicht wahr. Und das zeigt mir einfach noch die Natur, die Lebewesen, die Pflanzen, die Tiere, dass wir noch einiges auf unseren Wegen lernen dürfen. So, in diesem Sinne möchte ich auch das Video damit belassen. Gerne kannst du diesem Video auch einen Daumen nach oben geben und meinen Kanal kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken. So verpasst du immer wieder, ja, wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade hier auf meinem Kanal. Zumal du mich auch hier weiterhin sehr unterstützen wirst, dass ich hier weiterhin für euch solche Videos machen kann und natürlich auch im Garten weiterhin so meinen Weg mit euch teilen kann. Und sonst wünsche ich euch einfach noch eine schöne und entspannte Zeit und genießt einfach die Tage. Ja, jetzt im Frühling, Sommer kommt und da ist man einfach gerne draußen und lässt einfach. Man ist einfach das Sein im Jetzt und im Moment. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.